Ihr Entschluss, sich scheiden zu lassen, ist endgültig, Madame? Ja. Und Sie, Monsieur, ist Ihr Entschluss ebenso endgültig? Ja. Du lebst mit jemandem zusammen? Hast du dich nicht gefragt, wieso ich jetzt offiziell die Scheidung will? Ist er da? Ja. Seitdem ich geboren bin, hat meine Mutter 3 verschiedene Typen gehabt. Ich habe keine Lust, jeden Tag diesen Idioten zu sehen. Meine Mutter hat das Recht, zusammenzuleben, mit wem sie will. Seit 2 Monaten macht sie mir das Leben zur Hölle. Vielleicht redest du mit ihr. Hat sie dir nichts erzählt? Warte! Was ist los, Ahmad? So wie es aussieht, weiß sie alles. Ich will nicht, dass sie zusammen sind. Denkst du, das hängt von dir und mir ab? Wir gehen jetzt erstmal wieder nach Hause. Du hast mir gesagt, das hier wäre unser Zuhause. Für immer. Du bleibst hier bei Mama. Wieso tust du das? Was habe ich dir getan? Was habe ich dir getan? Lass nicht zu, dass sie ihre Mutter kaputt macht. Das ist ein Missverständnis. Ein beschissenes Missverständnis, das uns seit Monaten das Leben zur Hölle macht. Sie muss zurückkommen und sich die Scheiße ansehen, die sie meinem Leben angerichtet hat. Entweder du behältst das für dich und leidest darunter dein Leben lang, oder du erzählst deiner Mutter alles. Sie hat das Recht, es zu erfahren. Konntest du das riechen von L.A. bis hierher? Wir werden richtig viel Spaß miteinander haben.